Hallo, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Tagebuch eines Krieges. Wir haben diesmal in Thailand gespielt, auf dem WW3-Server, und wir haben gesiegt. Es war ein Collie-Sieg, aber wir haben halt gewonnen. Gucken wir uns doch mal einfach die Zeitung an, gucken, ob ich mich noch an irgendwas erinnern kann, was passiert ist. Ich kann schon mal sagen, die Runde ging auf jeden Fall 39 Tage. Für einen WW3-Server ist das eigentlich eine richtig gute Zeit. Ich brauche manchmal für einen Flashpoint-Server 39 Tage. Wie lange braucht ihr denn so circa für eine Runde, um zu gewinnen? Das ist mal so eine Frage an euch. Und so andere Fragen, die ihr wahrscheinlich auch schon mal gestellt habt, wie oft gewinne ich zum Beispiel? Im Schnitt ungefähr jedes zweite Spiel. Das ist bei mir. Ich nehme tatsächlich nicht jede Niederlage damit auf. Nicht, dass ihr denkt, dass ich nur gewinne. Das ist auf jeden Fall nicht. Aber ich bin nicht schlecht. War auch nicht der Beste. Gut, am Anfang war die Welt ganz... Ja, und wir waren irgendwo da. Dann hat es sich früh angefangen mit komischen Koalitionen, die sich gebildet haben. Und ich habe mir gleich gedacht, es wäre, glaube ich, vernünftig, dass ich mich hier in den Collie-Bereich aufhalte, damit ich hier vernünftig mich ausbreiten kann. Und das ist auch tatsächlich hier passiert. Ich habe hier Myanmar und so Myanmar und Vietnam ganz schnell eingenommen. Und hab dann nachher gegen Indonesien Krieg führen müssen. Weil er hat mich halt bedroht. Sagen wir so, er hat mich als erstes angegriffen. Aber dann erst, nachdem ich halt den Großteil Indiens noch mit eingenommen habe. In dem Moment habe ich auch viel Flotte gebaut, Schiffe. Aber Indonesien hatte auch Schiffe, aber nicht so viele wie ich. Ich habe sie nämlich gesteckt eingesetzt und der Indonesier hat die nur einzeln eingesetzt und dadurch habe ich immer die Seeschlachten gewonnen und auch keine Schiffe verloren. Das war sehr schön. Und dann habe ich einfach die Runde runtergespielt, weil Conflict of Nations spiele ich immer so ein bisschen so nebenbei und tatsächlich Tagebuch des Krieges war ich eigentlich nur noch für euch, weil ihr euch das die ganze Zeit wünscht. Es wird auch wieder Aussetzen geben, dass ich mal Tagebuchskrise auch mal eine Zeit lang wieder nicht mache, weil ich nämlich überlegen bin, wie es überhaupt auf diesem Kanal auch weitergeht. Weil Conflict of Nation wird nicht für immer gehen, das weiß ich jetzt schon. Und wenn wir irgendwann die 11. Staffel starten, da habe ich gesagt, bei 4000 Abonnenten starten wir in die 11. Staffel. Und da bin ich mal gespannt, wenn wir die erreichen, wegen, das sind noch 400 Abonnenten. Also, liebe Freunde, teilt das Video und erzählt es euren Freunden oder sonst was. Je mehr neue Leute dazukommen, desto besser ist es. Natürlich, was auch hilft, nämlich was kostenlos hilft, ist natürlich immer schön den Like-Button zu verprügeln, bis zum geht nicht mehr. Und natürlich die Glocke zu aktivieren, dann werden meine Videos auch mal anderen Leuten vorgeschlagen. Desto mehr Likes da sind, desto lieber mag mich der Algorithmus. Dann würde ich mal sagen, sind wir mit der Zeitung fertig. So, habt ihr eigentlich schon mal mit Thailand gewonnen? So eine andere Frage. Denn ich habe nämlich hier in Thailand, was besonders war, Söldner eingesetzt. Ich habe viele, viele Söldner eingesetzt, um viele, viele Truppen zu haben, um schnell Einheiten zu produzieren. Tatsächlich finde ich die Söldner gar nicht mal so verkehrt, da diese Söldner sind Infanteristen. Sind auch stark gegen Infanteristen, sind schwach gegen gepanzerte Einheiten, sind aber nur Offensiveinheiten. Also das heißt, in so einem Stack, zum Beispiel mit so einem Schützenpanzer, zum Beispiel zum Angreifen, zum Beispiel auch in Kombi mit Marines, habe ich auch gehabt, ist es, glaube ich, gar nicht mal so verkehrt. Und die sind angriffstechnisch gar nicht so schwach. Und sie sind vor allen Dingen ganz schnell produziert. Das ist echt brutal. Ich habe von den Typen so viele produziert, weil die sind in 3,5 Stunden fertig. Die sind hier ruckzuck gebaut. Und die kann man halt pumpen wie doof, wenn man Geld hat. Und Arbeitskräfte. Und das ist in Late Game gar nicht mal so verkehrt. Also, wer hat von euch schon mal Söldner ausprobiert? Und wie findet ihr sie? Das wäre auch eine geile Information. Für meine Verbündeten war hier, wie schon gesagt, Saudi-Arabien. Saudi-Arabien hat sich hier auch gut drum gekümmert, dass Afrika in Ruhe ist. Ich habe mich quasi eigentlich nur auf meine Ecke konzentriert. Die haben auch nicht groß um Hilfe gerufen. Brasilien brauchte kurz meine Hilfe, deswegen hatte ich hier jetzt eine kleine Flotte stehen. Aber Brasilien hat es ganz gut alleine hingekriegt und
Von Ende hin haben wir das Spiel einfach nur runtergespielt. Es war ganz entspannt. Also ich hatte nie wirklich jetzt das Gefühl, einmal in dieser Runde, dass es irgendwo kritisch werden könnte, dass ich verlieren könnte. Überhaupt nicht. Und das ist teilweise auf dem WW3-Server für mich sehr ungewöhnlich. Aber es hat halt Spaß gemacht, ne? Brasilien hat Europa erobert, Iran hat natürlich hier sich auch gut ausgebreitet, also das sieht doch gar nicht mal so verkehrt aus. Vor allen Dingen, was ich glaube, wenn so viele Einheiten wie Saudi-Arabien hat, hat er eventuell Gold eingesetzt. Könnte das vielleicht durchaus sein, dass er Gold eingesetzt hat? Das sieht nämlich ganz stark danach aus. Hatte ich schon lange nicht mehr gehabt, dass ich mit einem Golder zusammengespielt habe. Aber so von den Einheiten Vielfalt und auch von den Leveln, das könnte durchaus sein. Vor allen Dingen die Menge an Truppen nach 39 Tagen. Vor allen Dingen, der hat ja auch noch, oder auch, könnte auch doch Normalspieler sein. Ist schwierig zu sagen. Ich habe schon lange keine Golder mehr erwischt. Und wenn ich die meistens erwische, sind es meine Gegner. Und gegen Golder hat man ist es schwierig. Wenn man gut spielt, kann man gewinnen. Wenn man schlecht spielt und nicht darauf achtet, was passiert, verliert man auf jeden Fall. Kommt drauf an, wie viel Gold die einsetzen. War auf jeden Fall eine sehr, sehr interessante Runde. Und für mich war es das erste Mal, dass ich wirklich intensiv mit Söldnern gespielt habe. Da habe ich jetzt meine Erfahrungen mitgemacht und das ist auch gar nicht mal so verkehrt. Und ich weiß auch gar nicht, was ich noch so sagen soll. Ihr seht ja immer, wie ich spiele. Das ist ja fast immer dasselbe. Schiffe habe ich jetzt hier Zerstörer und Kreuzer eingesetzt. Und das ist ja jetzt schon eine sehr, sehr lange mit Tagebuch eines Krieges. Und irgendwann ist es auch mal gut. Ich muss, glaube ich, mal wieder eine Pause davon machen. Deswegen kann ich euch sagen, wenn ich Tagebuch eines Krieges mache. Eins ist auf jeden Fall jetzt noch geplant. Und danach kommen, wenn, nur noch so Special-Events. Zum Beispiel habe ich gerade einen Zombie-Server anlaufen. Das sind zum Beispiel was Interessantes oder was anderes. Auf jeden Fall nicht mehr Flashpoint oder WW3. Wenn ihr Ideen habt, was ich sonst noch so machen kann, schreibt es gerne in die Kommentare. Deswegen, ich stehe aktuell auf dem Sommerschlauch. Und ich hoffe, euch geht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao, euer Schrank.